Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Tja, ich sitze mal wieder in einem Corsa E und das hat einen ganz besonderen Grund. Ich habe den Corsa E ja schon mal vor 2 Jahren für euch getestet, also einen Reichweitentest gemacht. Jetzt hat aber Opel gesagt, wir spendieren dem Corsa E Baujahr 2022, also den aktuellen Modellen, ein bisschen mehr Reichweite durch bestimmte Dinge, die sie geändert haben. Das heißt, der neue Corsa, der soll weiterkommen als der alte, eine höhere Reichweite haben. Das will ich natürlich ausprobieren. Deswegen habe ich heute sogar 2 Corsas für euch, nämlich die alte Version und die neue Version. Das hier, in der ich sitze, ist tatsächlich die alte Version. Das ist die GS-Line-Ausstattung und die neue ist die Elegance. Und wir fahren heute natürlich bei bestem Move Electric, halbwegs trockenem oder auch Regenwetter, das wird sich noch rausstellen, unsere Verbrauchsfahrt von Bremen nach Bremerhaven und zurück. Und dann gucken wir mal, ob Opel tatsächlich sein Versprechen gehalten hat und wir mehr Reichweite haben. Ich bin da ja skeptisch. Naja, das Ergebnis wird interessant, also bleibt dran. Ja, der alte Corsa, an dem ich hier sitze, der hatte eine offizielle WLTP-Reichweite von 337 Kilometer und der neue Corsa 2022, der soll bis zu 359 Kilometer weit kommen. Das sind 32 Kilometer mehr. Ja, wow, sie haben ja keinen größeren Akku eingebaut und ein Software-Update war es jetzt irgendwie auch nicht. Was hat Opel also getan? Ja, Opel sagt zum Beispiel, sie haben die Antriebstechnik weiterentwickelt. So haben sie jetzt zum Beispiel eine neue Getriebeübersetzung eingebaut. Außerdem gibt es bei der 16 Zoll Version, also Felgen, neue Reifen, die energieeffizienter sind. Gut, aber diese beiden Autos haben jetzt 17 Zoll Felgen, das heißt, das fällt da schon mal weg. Aber außerdem haben sie eine neue Wärmepumpe eingebaut, die soll effizienter arbeiten. Und gerade auch für kalte Temperaturen haben sie hier oben in der Windschutzscheibe irgendwelche Feuchtesensoren verbaut, die dafür sorgen, dass die ganze Klimatisierung irgendwie wohl bessere Werte bekommt, auch vom Innenraum und deswegen effizienter arbeitet. Ja, all diese Verbesserungen sollen also die 22 Kilometer mehr Reichweite bekommen. Ja, da bin ich gespannt, ob das wirklich stattfindet. Das ist ja immer so, dass die Autohersteller sehr schnell sind mit Marketingversprechen. Aber ob es dann in der Wirklichkeit gehalten wird, das müssen sie erst noch beweisen. Und gerade was die Reichweite angeht, ja, da ist Opel irgendwie nicht so ganz sicher, glaube ich, beim Corsa E. Ja, und wenn Sie sagen 359 Kilometer Reichweite, dann ist das ja erstmal schön und gut. Aber wenn ich auf die Website gucke, dann steht da 353 Kilometer Reichweite. Und wenn ich den Konfigurator aufmache, dann steht da 349 Kilometer Reichweite. Alles irgendwie WLTP. Also es scheint so, als sei diese Reichweite so ein bisschen dehnbar. Wir wissen ja, dass WLTP-Reichweite ja sowieso mit der Realität oft nicht so viel zu tun hat. Also würde ich, sagen wir mal, erstmal den niedrigsten Wert ansetzen. Also das wären ja jetzt diese 349 Kilometer, die im Konfigurator stehen. Ja, und dass der Opel im Stadtverkehr wirklich einen super Verbrauch hat, das haben ja auch schon viele Leute bewiesen. Also teilweise schafft er es ja bis zu 10 Kilowattstunden oder weniger, manchmal auch 11, 12. Aber selbst das ist ja ein super Wert für so ein Auto. Und mit dem 50 Kilowattstunden Akku, der ja auch in beiden Versionen alt und neu gleich ist, da kommt man dann also locker die 350 Kilometer im Stadtverkehr, denn natürlich die 50 Kilowattstunden sind nicht das, was man nutzen kann. Wie viel man davon nutzen kann, ist nicht so genau kommuniziert. Ich denke mal, es sind bestimmt 3 Kilowattstunden weniger, also mindestens, also wahrscheinlich eher so rund 47 Kilowattstunden, die man tatsächlich verfahren kann. Ja, und ob das stimmt, das wollen wir heute natürlich rauskriegen. Deswegen habe ich heute 2 Corsas, einmal die alte Version und einmal die neue gepimpte Version. Die alte, in der ich jetzt fahre, ist eine GS-Line, die neue ist eine Elegance-Ausstattung. Ansonsten sind die relativ gleich konfiguriert. Das heißt, sie haben beide die 17 Zoll Alufelgen mit identischen Michelin Primacy-Reifen. Und wir stellen auch die Einstellungen im Prinzip exakt gleich ein. Das heißt, wir fahren beide auf D, ohne die Rekuperation auf B zu stellen. Das heißt, wir segeln dann mehr. Klimaanlage wird ausgeschaltet, Temperatur auf 20 Grad eingestellt und die Lüftung auf Stufe 1. Das heißt, wir fahren beide hintereinander, wechseln uns auch ab mit dem Fahren quasi, wer vorne fährt, dass man nicht im Windschatten fahren kann. Und dann müssten doch die Bedingungen für beide Autos doch relativ gleich sein, sodass man sagen muss, wenn es dann einen Verbrauchsunterschied gibt, wie hoch auch immer er dann ausfallen mag und für wen auch immer, dann muss es doch tatsächlich irgendwas mit
der Technik hier in dem Auto zu tun haben. Da bin ich total gespannt drauf und ich weiß nicht, ob ich da Opel wirklich glauben soll, ob das nicht wirklich nur Marketing ist oder ob es in der Realität dann wirklich was ausmacht. Ich bin auf jeden Fall total gespannt. So, wir sind startklar. Beide Autos sind auf identische Werte eingestellt. Das heißt, wir fahren den Test jetzt auf Stufe D, also mehr mit Segeln auf der Autobahn. Wir haben beide 89% im Akku. Bei mir, ich fahre jetzt die ältere Version, da wird angezeigt 278 Kilometer Reichweite. Bei der neuen Version wird 312 Kilometer Reichweite angezeigt. Ich bin mega gespannt. Klimaanlage ist auf 20 Grad, also Klimaanlage ist aus, aber Temperatur auf 20 Grad. Lüfter auf Stufe 1. Los geht's! Natürlich fahren wir auch beide im Normalmodus, damit das auch vergleichbar ist. Und ja, wie gesagt, Reifendruck ist auch identisch, vorher alles überprüft. Also die Bedingungen müssten eigentlich für beide Autos komplett gleich sein. Ja, ich habe den Corsa ja zuletzt, glaube ich, vor 2 Jahren getestet. Und da hatte ich auch noch so ein bisschen Probleme mit dem DC-Laden. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Ich finde, der Corsa, der wird immer so ein bisschen unterschätzt. Er ist so der Underdog. Stellantis sagt ja selber auf der Website, dass der Corsa E das meistverkaufte meistverkaufte Elektro-Kleinwagen ist. Ja, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, wo ich über die Beliebtheit von Elektroautos spreche, da seht ihr ja vielleicht, dass das nicht stimmt, denn der meistverkaufte Kleinwagen ist der Fiat 500e. Aber gut, ist auch der Stellantis-Konzern. Von daher tut sich das jetzt nicht wirklich weh. Aber immerhin, der Corsa hat sich ja knapp 6000 Mal verkauft in diesem Jahr, 2022, und der Fiat fast doppelt so oft. Also vom meistverkauften Elektrokleinwagen zu sprechen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben beim Corsa. Aber er hat eigentlich mehr verdient, denn natürlich ist der in dem Segment doch relativ einmalig. Viele Elektrokleinwagen gibt es ja nun mal nicht. Und schon gar nicht welche, die einigermaßen preiswert sind. Das heißt, auf den richtig günstigen Kleinwagen à la E-Up, ja, da warten wir immer noch. Ich hoffe, dass das bald mal kommt. Wie wäre es, Opel, wenn ihr den Adam mal elektrifiziert? Das wäre doch ein Wagen, der richtig geil wäre, eine superklasse Größe hätte. Den mit einem 40 Kilowattstunden Akku, das wäre ein Verkaufsschlager, sage ich euch. Ja, ich fahre ja die GS-Line-Ausstattung. Das ist die alte Version. Die sieht hier doch ziemlich sportlich aus, auch mit diesen roten Intarsien hier. Das Rot ist jetzt ein bisschen heftig für meinen Geschmack. Ist Geschmackssache, zumal ja die Außenfarbe auch blau ist. Warum sie das jetzt in Rot gewählt haben, vielleicht um eine gewisse Aggressivität auszudrücken, keine Ahnung. Mir persönlich sagt dieses Rot jetzt nicht so zu, aber wie gesagt, ist Geschmackssache. Sonst sieht der Wagen von innen sehr schick aus. Ja, und Beschleunigung natürlich ist jetzt nicht hier der Sportwagen. Wir haben 100 kW, das sind ja 136 PS, das heißt so 8,7 Sekunden katapultiert es den Wagen nach vorne auf 100 km/h. Das ist aber okay, also es fühlt sich auch überhaupt nicht langsam an und wir fahren ja im Normalmodus, also da ist man super flott unterwegs. So, wettertechnisch haben wir es so 17, 18 Grad heute, es ist bedeckt, vielleicht regnet es auch noch mal, mal gucken. Ich hoffe, es bleibt trocken, aber jetzt geht es gleich auf die Autobahn. Wind ist kaum vorhanden, das heißt, wir müssten eigentlich relativ gute Bedingungen für den Test haben. Ja, und zumal sich der Corsa hier echt auf der Autobahn auch total gut fährt. Ne? Also es ist sehr, sehr leise, die Dämmung ist gut, Windgeräusche sind ganz, ganz wenige. Auch Rollgeräusche von den Reifen sind sehr dezent. Wir haben hier die Michelin Primacy drauf, 17 Zoll. Also das ist alles auf sehr gutem Niveau, finde ich, für so einen Kleinwagen. Also da kann man wirklich nicht meckern. Ja, und jetzt ist auch wieder freigegeben auf der Autobahn. Das heißt, wir können jetzt den Tempomat auf 130 stellen.
Leider habe ich hier in dem Wagen keinen Spurhalteassistent drin in dieser Konfiguration und der Tempomat ist auch nur ein ganz normaler Tempomat, nicht adaptiv. Das kann man sich natürlich dazu konfigurieren, aber dieses Testauto hat es leider nicht. Der andere Corsa hat es übrigens auch nicht, das heißt, da sind sie identisch ausgestattet. Ja, ich muss sagen, auch bei Tempo 130 ist diese Geräuschkulisse hier im Corsa E richtig klasse. Also es ist total leise. Also habe ich auch schon Autos erlebt, die viel lauter waren. Und das hier ist ein Kleinwagen, das darf man ja nicht vergessen. Und na gut, wir haben natürlich auch keinen Wind, weil die Windräder stehen alle still. Das heißt, hier dreht sich gar nichts. Das heißt, es dürfte windstill sein. Dementsprechend sind die Windgeräusche auch minimal, wirklich. Das habe ich selten so erlebt. Macht natürlich auch für den Test ideal, weil Hin- und Rückfahrt sind dann gleich. Wir haben jetzt gleich 30 Kilometer gefahren und im Moment bin ich bei 19,9 Kilowattstunden hier. Das hält sich also noch auf der Autobahn in Grenzen. Wir fahren ja wie gesagt Tempo 130 Tempomat. Also bin gespannt, wie sich es noch entwickelt. Was halt ein bisschen nervig ist, ist immer so diese Reichweitenanzeige. Wenn sie am Anfang auf 278 Kilometer stand und wir jetzt auf der Autobahn sind und wir nach 30 Kilometer im Prinzip 78 Kilometer verloren haben. Aber jetzt steht sie bei 200 Kilometer. Das heißt, über das Doppelte an Reichweite auf der Anzeige verloren, das ist irgendwie nervig. Da kann man sich immer auf diese Kilometerangaben dann nie so richtig verlassen. Wäre schön, wenn die Berechnung halt ein bisschen genauer wäre. Aber wahrscheinlich ist dieser Wagen bisher immer nur in der Stadt bewegt worden. Und da sind die Reichweiten natürlich ganz anders als auf der Autobahn. So, 40 Kilometer unterwegs, da fragen wir doch mal Nasilla, wie bei ihr der Zwischenstand ist. Ja, was geht's? Ja, hallo Nasilla, es sind 40 Kilometer jetzt. Was hast du denn für einen Durchschnittsverbrauch gerade? Ich habe 19,1 Kilowattstunden auf 100. 19,1, alles klar, da liegst du unter mir, ich habe 19,7. Alles klar, ja. Bis gleich. Ja, bis dann. Ciao. Ja, wir machen jetzt hier die Wende. Wir haben mal wieder grün. Das ist auch echt sehr selten, dass wir hier so durchfahren können. Jetzt sind wir 64 Kilometer unterwegs. Und natürlich will ich mal wissen, was Nasilla mit dem neuen Corsa für einen Verbrauch hat. Bei mir sind es jetzt gerade 19,4. Na, was hast du für einen Durchschnitt? 18,7. 18,7. Ich habe 19,4. Ja, alles klar. Das sind immer 0,7 Kilowattstunden weniger. Tja. Ja, danke. Bis gleich. Okay. Ja, ciao. Ciao. Ja, so wie es im Moment aussieht, scheint Opel ja Wort gehalten zu haben. Der neue Corsa ist tatsächlich effizienter im Moment, zumindest laut Anzeige. Aber wir haben ja noch ein bisschen. Wir fahren jetzt wieder auf die Autobahn. Ich habe noch 132 Kilometer Rest, 65 müssen wir noch. Aber die Anzeige wird ja immer genauer, je weniger im Akku ist. Dann schauen wir mal, ob wir auf der Rückfahrt noch irgendeine Änderung feststellen. Sag mal, hast du Tempomat auf 130? Ja, hab ich. Also irgendwie fährst du schneller als ich. Ja, aber bei mir steht 130 auf dem Tacho. Tempomat ist auf 130 gestellt. Ja, aber der Abstand wird immer größer. Also ich fahre auch 130. Sehr interessant. Ja, keine Ahnung. Ja, interessant ist, obwohl wir ja beide Tempomat 130 fahren, dass Nasilla mit dem neuen Corsa vor mir immer mehr Abstand gewinnt. Das heißt, Ihre 130 müssen irgendwie ein bisschen schneller sein als meine 130. Interessant. Trotzdem ist ihr Verbrauch geringer. Das ist doch cool. Ja, der Corsa hat ja auch eine Schildererkennung. Zumindest wird die Geschwindigkeitsbegrenzung hier im Tachodisplay angezeigt.
die funktioniert mal so, würde ich sagen. Also tatsächlich, manchmal erkennt sie die Schilder ziemlich genau und schaltet sofort um. Manchmal tatsächlich gar nicht. Gerade in Bremerhaven in der 70er-Zone wurde mir permanent 120 angezeigt. Dann kam plötzlich ein elektronisches 80-Schild, hat es sofort erkannt. Ja, also es ist Licht und Schatten. Irgendwie funktioniert es semi-zuverlässig. Aber immerhin, es hat eine Schildererkennung. Ja, und jetzt sind wir 100 Kilometer unterwegs und ich habe exakt 19,9 Kilowattstunden auf 100. Bisschen weniger als auf der Hinfahrt gerade. Obwohl wir ja eigentlich identische Bedingungen haben, weil die Windräder drehen sich immer noch nicht, es ist windstill. Aber ich glaube, von Bremerhaven nach Bremen geht es so ganz bisschen bergab. Das muss es sein. So, sehr angenehmes Reisen hier in dem Corsa E, finde ich. Und jetzt sind wir 120 Kilometer unterwegs. Da kommt dann gleich da hinten wieder die Abfahrt. Wir haben jetzt wieder 19,9 bei mir. Also ist im Prinzip so geblieben. Finde ich ein ganz guter Wert für die Geschwindigkeit. Gut, wir hatten heute sehr ruhiges Wetter. Wir haben jetzt gerade 19 Grad draußen. Sind schon sowas wie Idealbedingungen. Aber trotzdem, letztes Mal beim letzten Test vor 2 Jahren lag ich ähnlich. Bisschen drüber eigentlich, aber ich bin gespannt, wenn wir dann zu Hause sind, wie der neue Corsa sich geschlagen hat und ob der Abstand von 0,7 Kilowattstunden unter meinem Verbrauch, ob der geblieben ist oder sogar noch gestiegen. Ja, bin total gespannt drauf. Ja, und jetzt kurz vor der Abfahrt hier haben wir doch wieder den Regen. Also ich habe echt gehofft, dass wir das heute nicht mehr haben müssen. Das ist echt mal wieder typisch. So, wir sind wieder da und jetzt bin ich mal echt gespannt auf das Ergebnis. Ja, tatsächlich, das neue Corsa E-Modell von 2022 ist tatsächlich effizienter und verbraucht weniger als das alte. Das hätte ich ja tatsächlich gar nicht für möglich gehalten, aber es ist jetzt wirklich so, wie wir gesehen haben. Und wenn wir mal zusammenfassen, stellt es sich nämlich so dar. Beide haben am Anfang 89% noch im Akku gehabt. Das neue Corsa E-Modell hatte eine Restreichweite von 312 Kilometer, das alte eine Restreichweite von 278 Kilometer. Gefahren sind wir mit beiden exakt 129 Kilometer auf der Autobahn, habt ihr ja gesehen. Und wir hatten dann am Ende beim neuen Modell 82 Kilometer Rest, beim alten Modell 70 Kilometer Rest. Und die Verbräuche lagen beim neuen Modell bei 19 Kilowattstunden für die Strecke, beim alten Modell bei 19,3 Kilowattstunden für die Strecke. Ja, da könnt ihr mal sehen, auf der Autobahn, da war die Differenz noch größer, 0,7 Kilowattstunden. Am Ende der Strecke, wo es auch noch ein bisschen durch die Stadt ging, ist es geschrumpft. Da hat das alte ja irgendwie wieder ein bisschen aufgeholt, sodass jetzt die Differenz nur noch 0,3 Kilowattstunden war. Aber wenn wir uns mal die Akkustände angucken, dann wird es ja noch interessanter. Das neue Modell hatte einen Akkustand, als wir wieder angekommen sind, von 36%. Das heißt, wir haben 53% für die Strecke gebraucht. Das alte Modell hatte einen Akkustand von 32%. Das heißt, wir haben 57% verbraucht. Da ist also eine 4% Differenz zwischen den beiden Autos. Das heißt, beim neuen Corsa E lag der Verbrauch für exakt die gleiche Strecke 4% geringer als beim alten Modell. Ja, was bedeutet das jetzt in der Reichweite? Das neue Corsa E-Modell hat, so wie wir heute gefahren sind, eine Reichweite von 0 bis 100% von 243 Kilometer. Und das alte Corsa E-Modell hat eine Reichweite von 226 Kilometer. Das heißt, da ist eine Differenz von 17 Kilometer mehr für das neue Corsa E-Modell. Ja, und wir hatten noch nicht mal die besonders leicht laufenden Reifen drauf, die 16 Zöller. Wir hatten ja bei beiden 17 Zöller drauf. Das heißt, mit den 16 Zöllern sollte ja der Unterschied noch größer sein. Das heißt, die 22 Kilometer größere Reichweite, die Opel hier verspricht für das neue Corsa E-Modell 2022, die scheinen tatsächlich zu stimmen. Vielleicht ist es sogar noch ein bisschen mehr. Wir hatten heute kein kaltes Wetter, sondern es war ja relativ warm mit 17 bis 20 Grad. Bei kaltem Wetter und der neuen Wärmepumpe und diesem Temperaturföhler hier im Innenraum
mag es sich ja sogar noch ein bisschen verbessern. Also klares Plus, der Corsa E 2022 ist wirklich spürbar effizienter. Also super gemacht, Opel. Durch ein paar kleine Änderungen an der Hardware hat man eine deutlich spürbar größere Reichweite und bessere Effizienz. Na, geht doch. Also für alle Leute, die sich für den Opel Corsa e interessieren, klare Empfehlung, schaut euch das 2022er Modell an. Ich finde den Wagen mittlerweile ja doch richtig gut. Am Anfang war ich ja doch ein bisschen skeptisch vor 2 Jahren. Aber im Bereich der Kleinwagen, da ist Opel mit dem Corsa e hier und dem Peugeot 208 natürlich doch relativ einsam hier im Bereich Elektroautos. Und das, was so ein Auto bietet, das ist einfach für den Preis jede Menge. Natürlich muss man sich die rund 30.000 Euro auch noch leisten können, aber dafür bekommt man ein sehr, sehr ordentliches Elektroauto. Jetzt würde ich mir nur noch wünschen, Opel, dass ihr die Ladeleistung ein bisschen verbessert. Die liegt ja bei beiden Autos immer noch so bei 99 kW in der Spitze. Und die hält sie aber auch nicht lange und fällt dann doch relativ schnell wieder ab, sodass man diesen 50 Kilowattstunden Akku auch nicht schneller als in 35 Minuten von 10% auf 80% vollkriegt. Das geht natürlich besser, wisst ihr selber. Vielleicht kann man da ja noch was machen. Wenn ihr euch überlegt, euch vielleicht ein Elektroauto zuzulegen, es vielleicht aber nicht gleich kaufen wollt, dann habe ich hier einen Tipp für euch. Mit InstaDrive ist der Einstieg in die Elektromobilität für euch komplett unkompliziert und ohne Risiko. Einfach ein Auto aussuchen, konfigurieren und als Abo bestellen. Keine versteckten Kosten und am Ende der Laufzeit einfach zurückgeben. Im Monatspreis sind alle Kosten wie Wartung, Versicherung oder Reparaturen schon enthalten. Und die Förderung ist auch schon drin. Und falls ihr noch überlegt, ob ihr die THG-Quote für euer E-Auto in Anspruch nehmen wollt oder nicht. InstaDrive bietet jetzt als einziger Anbieter die volle Förderquote für euch, also 100% ohne jegliche Provisionsabzüge. Das sind mal eben satte 475 Euro. Entweder streicht ihr die komplette Prämie für euch alleine ein oder ihr unterstützt eins der gemeinnützigen Projekte, zum Beispiel vom Roten Kreuz, der Umwelthilfe oder den Tafeln. Da kann ich nur sagen, so macht die THG-Quote absolut Sinn. Ja, ich fand das einen sehr interessanten Test heute und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir dafür einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert meinen Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.